Muss man erstmal ein bisschen höher machen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, ich freue mich sehr, hier sprechen zu können. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Frau Göring-Eckardt, hat im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung sinngemäß gesagt, dass man Kapitalismus nicht mit Faschismus gleichsetzen kann. Das ist irgendwo richtig. Der Kapitalismus tendiert nicht grundsätzlich und nicht immer zum Faschismus. Aber es scheint mir doch angebracht, 70 Jahre, im 70. Jahr der Befreiung vom Faschismus darauf hinzuweisen, dass ganz besonders der deutsche Faschismus eine Herrschaftsform des Kapitalismus war. Max Horkheimer hat das auf einen klugen, kurzen Satz gebracht, indem er sagte, wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, soll über den Faschismus schweigen. August Thalheimer hat schon 1928 analysiert, dass das Kapital die politische Macht an die faschistische Massenpartei gibt, um seine ökonomische Macht zu behalten. Und zwar gerade in Zeiten politischer Krisen. Er warnte früh vor der faschistischen Gefahr und kritisierte im Übrigen auch die Sozialfaschismus-Theorie der KPD. Statt die SPD zum Hauptfeind zu machen, forderte er eine Einheitsfront gegen den aufziehenden Faschismus. Eine wichtige Lehre aus der Geschichte. Der Faschismus, der deutsche Faschismus, hat in vielen Ländern tödliche Spuren hinterlassen. Millionen Menschen mit seinem Terrorregime ermordet und in Angst und Schrecken versetzt. Dazu zählte auch Griechenland, das von der Wehrmacht 1941 bis 1944 besetzt war. Sie verübte zahlreiche Massaker und Gräueltaten an der griechischen Zivilbevölkerung. Insgesamt starben durch die Besatzung über 18.000 Griechinnen und Griechen. Wäre es vor diesem geschichtlichen Hintergrund nicht angemessen, dass sich die deutsche Regierung mit Ratschlägen an die griechische Bevölkerung zurückhält? Wäre es nicht angemessen, auf Drohungen, auf ökonomische Diktate und auf Erpressungen zu verzichten, liebe Genossinnen und Genossen? Wäre es nicht angemessen, wenn die Regierung, dazu gehört im Übrigen auch Herr Gabriel, dem griechischen Volk überlässt, welcher Partei es bei den anstehenden Wahlen die Stimme gibt? Auch das wäre eine Lehre aus der Geschichte. Die von der Troika unter maßgeblichem Einfluss der Merkel-Regierung verordnete Kürzungs- und Verarmungspolitik hat bei der griechischen Bevölkerung massenhaft Leid und Elend verursacht. Es ist dem griechischen Volk nur zu wünschen, dass es diese Politik am 25. Januar abwählt. Die Troika und Merkel werden alles tun, um zu verhindern, dass eine linksgerichtete Regierung den verordneten Austeritätskurs verlässt. Das könnte ja ansteckend werden. Dabei ist die Politik der Troika jämmerlich gescheitert. Griechenland hat heute mehr Schulden als je zuvor, 30% weniger Wirtschaftsleistung als vor 6 Jahren und eine Armutsquote von 38,5%. 60%, ich weiß gar nicht, was bei uns da los wäre. Der Bevölkerung ist armutsgefährdet. Schäuble und Merkel sagen jedoch, Griechenland sei auf dem richtigen Weg. Damit können sie höchstens die griechischen Millionäre und Milliardäre meinen. Die 2000 reichsten Familien in Griechenland
konnten den Anteil ihres Vermögens inmitten der Krise von 75% auf 80% des gesamten Volkseinkommens erhöhen. Diese Politik soll erfolgreich sein, liebe Genossinnen und Genossen. Nein, diese Politik muss endgültig abgewählt werden. Denn auf diese Art von Erfolgen kann die griechische Politik gerne verzichten. Ja, ganz Europa kann verzichten darauf. Die Europäische Linke hat die Aufgabe, gegen diese Politik zu mobilisieren. Und das ist ganz klar. Syriza und Alexis Tsipras brauchen dringend unsere Solidarität. Der Spielraum für eine andere Politik in Griechenland und für ein anderes Europa hängt davon ab, dass Syriza nicht alleine steht. Es muss Schluss sein mit den Kürzungs- und Verarmungsprogrammen. Eine wirkliche Europapolitik muss die Erwerbslosigkeit bekämpfen, der Jugend eine Zukunft geben und den Ländern eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen. Wir unterstützen die Pläne von Syriza, die Reichen stärker für die Kosten der Krise heranzuziehen. Wir wollen in ganz Europa eine Vermögensabgabe für Millionäre und Milliardäre durchsetzen. Und liebe Genossinnen und Genossen, das ist umso wichtiger, weil gerade die Rechtspopulisten versuchen doch, die Griechen gegen die Deutschen, die Italiener gegen die Spanier auszuspielen. Wir müssen immer wieder deutlich machen, dass der Riss in Europa zwischen oben und unten läuft und nicht zwischen den Völkern. Und wir wollen nicht, dass die Freihandelsabkommen CETA, TTIP, das Dienstleistungsabkommen TISA den Konzernen noch mehr Macht übertragen, Beschäftigten, Gewerkschafts- und Verbraucherrechte aber abbauen. Dem stellen wir uns entgegen. Sie, diese Freihandelsabkommen, sind geradezu ein Anschlag auf die Demokratie. Und es ist im Übrigen eine Schande, dass Sigmar Gabriel von dem Wahlversprechen der SPD abweicht, wieder einmal. Und auf einmal die Zustimmung zu diesen undemokratischen Freihandelsabkommen organisiert. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist auch unsere Hoffnung, dass die Entwicklung in Griechenland ansteckend ist. Europa braucht dringend einen anderen Entwicklungspfad. Für die Veränderung in Europa ist aber ganz entscheidend, ob es uns hier in Deutschland im wirtschaftlich stärksten und inzwischen einflussreichsten, politisch auch einflussreichsten Land gelingt, die Kräfteverhältnisse nach links zu verschieben. Das ist im Übrigen nicht dasselbe wie ein Regierungswechsel. Auch wenn es gut ist, bei veränderten Kräfteverhältnissen die Regierung zu wechseln. Wir dürfen das nicht vergessen. Regierungen, vor allem wenn sie Reformen für mehr soziale Gerechtigkeit vorhaben, brauchen Rückhalt in sozialen Bewegungen und Gewerkschaften, in Sozialverbänden. Sie brauchen Rückhalt von aktiven Menschen aller Art. Sie müssen dem Gefühl, dass sich ja doch nichts ändern wird, die Macht nehmen. Der Erfolg von Syriza in Griechenland, vielleicht von der Linken in Spanien, hat auch damit zu tun, dass sich deutlich gemacht haben, dass es bessere Alternativen gibt, dass die Bedürfnisse der Menschen und ihre sozialen Interessen nicht den Sachzwängen der Troika, der Bankenrettung und Merkels Austeritätspolitik untergeordnet werden müssen. Viele sozialdemokratische Parteien dagegen haben verloren, weil sie die herrschende Logik der Krisenpolitik mitgetragen haben. Das kann uns eine Lehre sein. Viele sagen jetzt, aber es gibt doch die sozialen Bewegungen gar nicht. Entweder schafft es die deutsche Regierung, den Menschen zu erzählen, sie seien gut durch die Krise gekommen, oder die AfD und Pegida
schaffen es ihnen zu erzählen, es seien vor allem die Flüchtlinge, der Islam und sexuelle Befreiung an ihrem Unglück schuld. Aber das ist Gott sei Dank nicht das ganze Bild. Viele Menschen merken jeden Tag, dass sie nicht gut durch die Krise gekommen sind. Schon weil das Geld am Monatsende nicht mehr reicht. 25% der Beschäftigten sind in prekären Arbeitsverhältnissen und rund ein Drittel der Bevölkerung lebt in prekären Lebensverhältnissen. Die Linke kann sich niemals damit abfinden, dass fast ein Drittel der Bevölkerung von der gleichberechtigten sozialen, kulturellen und inzwischen auch politischen Teilhabe ausgeschlossen wird. Und liebe Genossinnen und Genossen, die Menschen finden sich auch nicht einfach damit ab. An dieser Stelle einen herzlichen Solidaritätsbeifall an die Streikenden beim Amazon, die sich geradezu gegen prekäre Beschäftigung wehren. Oft fehlt es an Gelegenheiten für Protest, um sich für Alternativen einzusetzen. Katja hat schon gesagt, und ich will es nochmal verdeutlichen, deshalb starten wir zum 1. Mai am Internationalen Tag der Arbeiterbewegung eine Kampagne gegen prekäre Arbeit und gegen prekäre Lebensverhältnisse. Und das ist dringend notwendig in diesem Land. Der Slogan, das muss drin sein, fordert für uns Selbstverständlichkeiten. Wir haben hier 5 Forderungen. Befristung und Leiharbeit stoppen, das muss drin sein. Mindestsicherungen ohne Sanktionen statt Hartz IV, das muss drin sein. Arbeit umverteilen statt Dauerstress und Minijobs, auch das muss drin sein. Und Wohnen und Energieversorgung für alle bezahlbar machen, das muss drin sein. Und mehr Personal für Pflege, Gesundheit und Bildung, das muss allemal drin sein, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir wollen eine gesellschaftliche Bewegung für diese Forderungen auf die Füße stellen. Die Neoliberalen haben doch den Arbeitsmarkt nachhaltig dereguliert und seither geltende Normalitäten zerschlagen. Es muss aber wieder selbstverständlich werden, dass wir von unserer Arbeit leben und unsere Zukunft planen können. Das ist das Mindeste, was wir in einer reichen Gesellschaft erwarten können. Und die Linke wird das Jahr 2015 nutzen, um deutlich zu machen, dass es Alternativen zur vorherrschenden Politik der Systemparteien gibt, für die es zu kämpfen lohnt. Für die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von oben nach unten statt Reallohnverlust und Niedriglöhne. Wir haben den Mut, den Reichen in die Tasche zu greifen. Für den Ausbau des öffentlichen und der Systeme der sozialen Sicherung statt Privatisierung des öffentlichen oder gar öffentlich-privater Partnerschaften, wie es jetzt Gabriel wieder fordert. Wir finden uns nicht mit dem Prinzip des finanzgetriebenen Kapitalismus ab. Anhäufung von privatem Reichtum in ganz wenigen Händen bei gleichzeitiger öffentlicher Armut. Wir kämpfen für den öffentlichen Reichtum, der allen zur Verfügung steht, liebe Genossinnen und Genossen. Für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und der Massenarbeitslosigkeit durch ein Zukunftsinvestitionsprogramm und durch Arbeitszeitverkürzung. Der Lohnausgleich ist im Übrigen durch die Reallohnverluste der letzten 20 Jahre längst bezahlt. Für mehr Demokratie in Wirtschaft und Gesellschaft statt Unterordnung unter Konzern- und Bankeninteressen und Einschränkung des Streikrechts. Für das Recht auf politischen Streik. Und Tarifeinheit
heißt für mich als Gewerkschafter nicht Einschränkung des Streikrechts. Tarifeinheit heißt, dass es wieder selbstverständlich werden muss, dass die arbeitende Bevölkerung unter die Tarifverträge fällt. Das wäre der richtige Begriff für Tarifeinheit. Und für den sozialökologischen Umbau der Wirtschaft statt weiterer ökologischer und sozialer Verwüstung. Wer das will, der muss sich mit mächtigen Interessengruppen anlegen und nicht vom grünen Kapitalismus oder der Versöhnung von Wirtschaft und Ökologie träumen. Träumt schön weiter, wir kämpfen für den Umbau. Und das Wichtigste, es wurde heute oft gesagt, aber ich will es auch noch mal sagen, der Kampf für Frieden, gegen Aufrüstung, Waffenexporte und Auslandseinsätze. Die letzten Monate haben doch gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir im Bundestag eine Partei haben. Ich wünschte, es gäbe mehrere, die sich ohne Wenn und Aber gegen Kriegseinsätze und Waffenlieferungen positioniert. Auch im Jahr 2015 werden wir jedem Versuch einer Militarisierung der deutschen Außenpolitik entgegentreten, im Parlament und auf der Straße. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche uns allen ein kämpferisches Jahr 2015.